Habe Mut, die Initiative zu ergreifen. Vor Weihnachten will Kata etwas Gutes tun. Sie erzählt ihrer Mutter, dass sie ärmeren Kindern Geschenke geben möchte. Mutter meint, sie soll ihre Spielzeuge verschenken. Aber Kata will mehr tun. Sie glaubt, dass viele Menschen mithelfen können. Sie weiß aber nicht, wie sie ihren Wunsch verwirklichen kann. Ihre Mutter schlägt vor, sie soll ihre Idee mit der Klassenlehrerin besprechen, so kann die ganze Klasse mitmachen. Habe Mut und ergreife die Initiative, sagt ihre Mutter. Die Klassenlehrerin ist von der Idee begeistert. Sie starten in der Klasse eine Schuhschachtelaktion. Der Schulleiter findet die Idee gut. Er schlägt vor, dass die ganze Schule mitmacht. Bald stehen ganz viele Schuhschachteln in der Aula der Schule. Kata ist stolz auf ihre Initiative. Habe Mut, die Initiative zu ergreifen. Vor Weihnachten spürte Kata Wärme im Herzen und war voller Schaffensdrang. Es wäre gut, den ärmeren Kindern Geschenke zu geben, sagte sie zu ihrer Mutter. Sie schlug Kata vor, ihre alten Spielzeuge zu verschenken. Aber Kata dachte an etwas anderes. Ich dachte, es wäre ganz schön, wenn viele Leute Geschenke verteilen würden. Zum Beispiel alle meine Klassenkameraden, erklärte sie. Das ist eine tolle Idee, freute sich ihre Mutter. Ich weiß aber nicht, wie ich sie verwirklichen könnte, sagte Kata. Du könntest morgen mit deiner Klassenlehrerin darüber sprechen. Habe Mut, die Initiative zu ergreifen, ermutigte sie ihre Mutter. Am nächsten Morgen unterbreitete Kata der Klassenlehrerin ihren Vorschlag. Die Lehrerin freute sich sehr darüber, dass ihre Schüler so gutherzig waren. Sie beschlossen in der Klasse, dass jeder Schüler Geschenke in einer Schuhschachtel vorbereitet. Die Schuhschachteln werden dann mit Hilfe einer Organisation an arme Kinder verteilt. Auch der Schulleiter griff die Idee auf, sodass sich bald die ganze Schule an der Schuhschachtelaktion beteiligte. Kurz vor Weihnachten standen große Haufen von Schuhschachteln in der Aula der Schule. Kata war sehr stolz, dass sie Mut hatte, die Initiative zu ergreifen.